Was zum, wie steuert der das? Ist der da angeschlossen wie bei Fallout oder was? Checken wir das mal. Holy shit, der ist kurz vorm Abnippeln. Der Terrazit hat einen Zweck. Die Schwachen sind gestorben. Und überlebt haben die Starken. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie dasselbe Schicksal erleiden. Die Geschichte will es. Die Helgast kennen nicht länger hinweg das Schattenleben. What the f- Pulsar an Bodenteam. Ich habe die Waffe. Verstanden, Pulsar. Perimeter wird gesichert. Ich dachte, ich kenne dich. Nach allem, was die Schweine uns genommen haben, hätte ich nie gedacht, dass du mich verraten würdest. Ich habe dir vertraut. Jeder Tag, an dem New Helgand fortbesteht, ist eine Gefahr. Das habe ich gezeigt. Und jetzt werde ich diese Gefahr bannen. Für immer. Ich wollte dich immer beschützen, Junge. Aber ich konnte es wohl. Oh mein Gott. Der ist doch nicht wirklich tot, oder? Wie kaltblütig der Stahl... Das ist das Ende? Wow! Okay, das ist ein Wasch... Oh mein Gott, das ist ein offenes Ende. Was für ein... Damit bin ich jetzt irgendwie nicht einverstanden. Ist okay, das Ende, klar. Es wurde aufgehalten, Waffe oder so... Bin jetzt ein bisschen sprachlos. Man weiß ja gar nicht, was passiert mit der Waffe jetzt. Sinclair wird den ganzen Planeten zerstören. Haben wir jetzt versagt? Haben wir überlebt? Ja, wir finden es wahrscheinlich in dem nächsten Teil von Killzone Shadow of War heraus, aber... Wow. Oh. Was zum Henker? Was ist das denn? Irgendwas stimmt nicht. Ich vermute, das ist ein Eindringling. Verstanden, 2-7. Wir haben zahlreiche Sicherheitsbrüche. Mit... Was? Ich bin jetzt total verwirrt. Was geht denn jetzt hier ab? Nein, ey. Also war das jetzt noch nicht das Ende? Oder spielen wir Sinclair? Oder... Ah. What the hell? Wir gehen gegen unsere Verbündeten vor? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte so, okay, das war jetzt das Ende Stahl. Und der Sinclair hat die Waffe. Und, ich bin so verwirrt gerade. Boah, das dürfen die nie machen. Ich meine, gut, Sinclair hat die Waffe und mir kommt es so vor, als ob die jetzt die Waffe benutzen, um den Planeten auszulöschen und quasi die ganze Welt zu kontrollieren, weil die jetzt die riesige Waffe haben und Stahl kann es halt nicht mehr machen. So kommt mir das gerade vor. Aber wen spielen wir jetzt hier? Wer ist das? Wir kommen irgendwie zur Rettung. Oder sind wir wirklich Sinclair? Weil, zwei gedämpfte Waffe und so. Heimlichkeit ein- und ausschalten, okay. Jo, sie können ein bisschen schleichen. Ich sollte erstmal den hier ausknipsen. Ah! Fuck yeah! Ich meine, Kühlen ist immer fein, ne? Aber. Das ist cool, so zu schleichen. Das ist voll gefehlt irgendwie. What the? Kommst du denn auf einmal her? Naja, juckt mich nicht. Ist hier irgendwas Interessantes? Weil ich hab so das Gefühl, dass... Oh, wir machen uns quasi unsichtbar so, okay. Nee, ich glaube, wir spielen irgendjemanden von Helgen. Ich verschaffe mal jetzt Zutritt, klar. Kellen Lucas geben wir uns aus, okay?
haben. Hätten uns jetzt hier hochschleichen können und die ignorieren können. Alles klar, wir haben so verschiedene Sachen. Eine Wartungsdrohne. Ich kann aber auch einfach feuern. Oh, okay, deswegen. Alles klar. Heimlichkeit schalten wir ein. Da ist es wieder. Da ist was wieder. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Leider erwischt, Kollege. Leider erwischt. Das ist krass. Stein war natürlich so alt, weil das ist schon irgendwie über 30 Jahre in der Zukunft. Ja, logisch. Alter, schwacher Kerl. Das ist cool hier. Aber das war fies, das Ende. Kellen anscheinend getötet. Sinclair hat die Waffe. Kommt mir so vor, als ob Sinclair richtig, richtig böse geworden ist und nicht das Gute nur will. Okay, hier tuckert die Sicherheitskamera rum. Weil Sinclair hat jetzt die Macht und der könnte quasi die ganzen Welten beherrschen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dann zeigen die ganz plötzlich die Credits und ich sag so, das war's, dann kommen wir plötzlich hier rein. Das ist... Ich finde das so geil, wenn sowas passiert, echt. Ich finde das so geil. Oh, ich hätte mich gar nicht verstecken brauchen. Alles klar. Irgendjemand von Helgas, von den Helgas spielen wir. Irgendjemand, ich weiß aber nicht wer. Und das ist so cool. Oh mein Gott, ich wollte schon immer als einer von denen spielen im Singleplayer. Wie lange hält denn die Heimlichkeit eigentlich? Weil wir laufen die ganze Zeit so casual rum und das geht nicht aus. Finden Sie das Präzisionsgewehr, deaktivieren Sie die untere Reihe. Präzisionsgewehr ist... D. Irgendwie hört das nicht auf. Ich glaube, erst wenn wir schießen oder so. Praktisch, hier können wir durch. Ist doch nett. Jetzt zum Präzisionsgewehr. Sind immer noch getarnt. Ist das einfach? Na gut, ja. Die Helgas, die haben diese Dauertarnung. Das stimmt schon. Wir sollten ja auch niemanden so wirklich ausknipsen. Also wirklich rumkommen wir ja auch nicht, ne? Hm. Ich kann sowieso nicht verstehen, warum den Helgas hier Aufenthalt geboten wurde. Das ist total dumm. Warum macht man sowas? Man hätte die ein für alle Mal auslöschen können. Sofort. Und eigentlich stimme ich Sinclair sogar zu, was das angeht. Aber ich habe das Gefühl, dass Sinclair trotzdem die Waffe für irgendwas anderes noch verwenden will. Der ist nicht super, super gut. Ist der einfach nicht. So, hier muss ich mir Zutritt verschaffen. Ich kann hier drüber springen. Scheiße, ich glaube, der sieht mich aber. Ich gehe das Risiko ein. Alles klar, alles zerstört. Das letzte, das war irgendwie gar nicht wirklich bewacht. Wirklich fast gar nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Einfacher für uns. So, wir müssen jetzt nur noch zum Präzisionsgewehr und dann haben wir eigentlich alles gepackt. Ich muss auf die obere Ebene. Da muss irgendwo eine Treppe sein. Ich kann auch nicht rennen. Hauptsache, ich bin getarnt. Ja, perfekt. Naja, ne? Teilweise. Ist keiner. Oh, was geht denn, Leute? Steht da zwei und versperren mir den Weg. Ich hätte so easy an dem vorbeigehen können. Würde ich nur ungern killen. Wenn mich anrempelt, ist es, glaube ich, jetzt vorbei. So, was mit dir? Ja, sicher! Gehst du hier rein? So, ich habe das Präzisionsgewehr. Wohin jetzt? Ich muss zu E. Gehen Sie zum Aussichtspunkt. Ich bin gerannt. Das war richtig intelligent. Ich muss aber schnell ein Gas geben. Oh Gott, zu viel! Zu viel!
Nein, ich kann hier nicht rüberspringen. Das ist mein Ende. Das ist eindeutig mein Ende. Ich stehe da so rum und ganz plötzlich werde ich entdeckt. Ohne dass großartig was passiert ist. So. Nach diesem wunderschönen Alarm. Toll. Ich darf niemandem zu nahe kommen. Ach, oh, jetzt kommt da noch so ein Idiot die Treppe runter. Bei der Gründung dieser Agentur wusste ich um ihre Aufgabe, im Schatten des Geheimen agieren. So, wir gehen den fast den gleichen Weg wie gerade. Gehen jetzt mal hier lang. Machen die untere Kamerareihe unschädlich, dann die obere. Zutritt verschaffen. Alles klar. Ich muss furchtbar aufpassen auf diese ganzen Kameras, weil die sieht man nicht so wirklich gut. Wegen dem hellen Licht. Ganz, ganz vorsichtig. Hier. So gefährlich. Ich glaube, wir gehen jetzt mal... Obwohl, nee, geht nicht. Wir werden von dem Ding entdeckt. Wir müssen die Kameras jetzt ausschalten. Ich habe, glaube ich, gerade extremes Glück gehabt mit dem Ding. Boah, gib Gas, gib bloß Gas. Voller korrupter Generäle und Waffenhändler. Es ist nur eine Frage der Zeit. Klatsch, okay. Risiko! 3, 2, 1, Risiko. Oh oh. Nee, jetzt nicht hier die Treppe runterkommen. Das ist ein Arsch. Nein! Ey, das ist doch so kacke. Wieso habe ich so viel Pech? Das ist unsere. Wir müssen die richtige Entscheidung treffen. Der geht jetzt hoch und der geht runter, wenn das weitergeht gleich. Die entdecken mich auf jeden Fall. Ich glaube, hier passiert jetzt mal gar nichts. Sich hier nicht fest. Er dreht um! Er dreht um! Ich bin gerettet. Oh mein Gott. Hab ich Glück gehabt. Und mich so eingekesselt. Scheiße. 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 Das müssen wir schaffen, ohne dass da einer steht. Ich glaube, das ist nicht so klug, hier das Gitter aufzumachen. Okay, ich will den da unten nicht ausschalten. Ich weiß, dass man da durchfallen kann. Hier darf ich nicht durch. So, jetzt ab zum Aussichtspunkt. Muss klappen. Der Aussichtspunkt ist hier unten. Oh Gott, da war irgendeine Scanner-Drohne, Dingens. Oh shit, da ist gar kein Glas. Ja. Ja. Da muss auch immer einer stehen, echt. Die sehen mich gleich. Ey, das ist zum Kotzen, ist das. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ja, ich muss aber erstmal wissen, wie ich zur Aussichtsplattform komme, denn ich habe keine Ahnung. Aufzug vielleicht? Ich weiß es echt nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, ich habe 3 Minuten und weiß nicht, wo ich hin muss. Great. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, das ist gut. Uhuhu. Okay, ich habe nicht mehr viel Zeit. Das müssen wir jetzt nutzen. Der Schuss muss sitzen. Plopp. In ihrem Leiterkasten geschaltet.
Richtig locker, lässig. Wollte mal gucken, wen wir da spielen, aber ich habe niemanden gesehen im Glas. Schon damals hätten wir merken müssen, dass die Helgas längst nicht mehr menschlich sind. Da spricht der Typ doch. Können wir jetzt alles verhindern? Können wir Sinclair töten? War das ein Doppelgänger gerade? Das ist für Kellen. Nein, sie rächt Kellen! Sehr gut! Sie ist das also mit dem Snipergewehr, logisch!